Raymond, ja, ein Hersteller, der wirklich unglaublich erfolgreich ist, zumindest bei Switch Bornemann in Gießen. Denn das Fahrrad hat wirklich tolle Komponenten. Es ist, ich sag mal, oft verkauft worden und es kam relativ wenig Kunden, die dir den Kopf abreißen wollten, denn sie waren alle wirklich durch die Bank weg zufrieden. Ja, ich grüße dich, Majid. Grüß dich, Sven. Schön, dass du wieder da bist. Olivfarben. Wunderschön. Dieses Jahr kommt die Farbe wirklich super an. Ja, muss sagen, Highbike, da vorne steht eins, man kann es etwas besser sehen von der anderen Seite. Die haben so ein bisschen damit angefangen, das ist ein etwas anderer Farbton. Der nennt sich Bamboo Green übrigens. Was, wie heißt der? Bamboo Green. Bamboo Green. Also Bambusgrün. Das steht da. Was ist das für ein Highbike? Das ist auch Mountain 6. All Mountain 6. So. Und hier haben wir das Full Race E7 9.0er. Also reiner 27,5er. Ja, und reine Fox-Dämpfer und Feder? Genau, Fox 36 haben wir hier und Fox Float hinten. Die Kashima-Version, die gibt es dann bei dem Trailray 11.0er, wenn man dann Kashima haben will. Dazu haben wir auch ein Video gedreht letztes Mal. Die könnt ihr euch gerne angucken. Bei dem Rad, bei der Schaltung haben wir jetzt auch die XT 12-fach, die neue. Und der Motor nach wie vor PWX 2 mit 80 Newtonmeter. Ja, vom bekannten Motorradhersteller Yamaha, der in dem E-Bike-Motorenmarkt schon mitmischt, seitdem es ihn gibt. Also einer der größten Motorenhersteller überhaupt weltweit gesehen. Genau. Ich sag mal so, in Deutschland vielleicht nicht so bekannt, muss man sagen. Aber wenn du zum Beispiel mal nach Zentralindien fährst oder nach Pakistan, überall siehst du dort. Da muss man sich überlegen, ob sie sich überhaupt ein E-Bike leisten können jetzt in der Preisklasse. Aber die machen schon seit 1993 E-Bike-Motoren. Die waren halt in Japan auch weit verbreitet. In Deutschland, einer der ersten Hersteller, die groß mit Yamaha angefangen hat, war die Firma Highbike. Damals der Felix Buello hat den Motor gesehen, hat gesagt, ich muss diesen Motor haben. Und er hatte recht, das war einer der Erfolgsfaktoren bei Highbike. Und wie schon viele kennen, Raymond ist ja die neue Firma von der ehemaligen Highbike-Chefin, Frau Puello und ihrem Mann. Und da haben sie natürlich neben Husqvarna eine neue Marke gegründet, Firma Raymond, wo sie den Yamaha-Motor anbieten. Ja, der Name Raymond, der kommt woher? Das ist der Vorname vom Felix Puello. Der heißt Raimond Puello. Und daher kommt der Marke Raymond. Okay, auf Deutsch heißt es dann Rainer. Quasi. Rainer, genau. Also man hätte es auch Rainer nennen können. Das ist so. Es klingt unglaublich gut, Raymond. Also ich dachte mal, es wäre so ein Sänger. Es wird so geschrieben wie dieser Raymond. Raymond-Sänger, genau. Ja, ist aber nicht so. Ist aber nicht so, genau. Er hat nichts mit der Firma zu tun. So, hier steht es, ähnlich wie unser Kanal, German Performance Bikes. Okay, das heißt, die sind designt und gemacht und werden auch zusammengebaut hier? Die werden nicht hier zusammengebaut, aber das Headquartier ist in Schweinfurt neben Firma Highbike. Da sitzen die Ingenieure, die auch Erfahrung haben, die diese Marke quasi aus dem Nichts groß gemacht haben. Und das Design Center sitzt dann auch in München mittlerweile, die dann auch quasi das ganze Design optimiert. Zusammengebaut werden die in Bulgarien, also in Europa. So, machen wir uns nichts vor, das Design ist das Allerwichtigste, den Rest kaufst du bei Zubehörlieferanten ein. Das heißt, es gibt Spezialisten, die bauen zum Beispiel Rahmen. So, da kannst du aus Hunderten wählen, du kannst die Qualität wählen, du kannst die Ausstattung wählen, was für ein Rahmen ist das, der Hersteller und so weiter. Das heißt, du wählst quasi aus einem riesen Portfolio an Lieferanten aus, wie dein Fahrrad später aussieht. Und ist auch so, A, brauchst du Beziehungen, B, musst du wissen, wer was gut bauen kann. C, musst du wissen, was du bauen willst. Also der Rahmen, gut, der wird entwickelt und der Rahmenbauer, es gibt nur drei große Rahmenbauer auf der Welt, die ganzen Fahrradhersteller, die kriegen ihren Rahmen von diesem Rahmenbauer und die bauen genau das, was du haben willst. Und die können alles bauen. Die können wir ganz billig bauen für, ich sag mal, das Fahrrad für 35 Euro, was schon fast auseinanderfällt, beim Zugucken, bis hin zu 10.000 Euro. Du kriegst, was du willst. Genau, so ist es auch. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Faktor, dass man das mal kurz erklären. Das heißt, wenn die sagen, ich kenne Fox drin, ich kenne das und das drin, das ist wie so ein Baukastensystem und die Modelle haben jeweils, also zumindest mal bei Raymond, gibt es ja nicht den Baukasten, wo ich mir jetzt wählen kann, wie eine Pizza, sondern da hat ein bestimmtes Fahrrad, wie das 9er, hat halt eben Fox jetzt hier drin. Genau, die haben eine ganz breite Produktpalette bei den Fullies, aber auch bei den All Mountains. Und da versuchen die halt auch jeden Dämpfer quasi anzubieten. Jetzt haben wir zum Beispiel bei dem 9.0er den Fox, bei dem 8.0er haben wir dann RockShox oder auch Santur. Da sieht man auch, die Hersteller, da sind Leute, die Ahnung haben vom Markt und wissen, was sie bauen. Die bieten quasi in jedem Preisrange das Beste an. Und Raymond steht auch für Preis-Leistung.
Ja, es geht ja auch um Stress. Also keiner hat Lust, so eine ganze Jahresproduktion in den Ofen zu schieben, bloß weil zum Beispiel der Motorenhersteller ein echtes Problem hat. Ja, das ist jetzt auf einem anderen Gebiet, wollen keinen Namen nennen, mehr oder weniger passiert. Da hat jemand viel investiert und dann gab es Probleme bei der Fertigung. Ja, das ist bei Yamaha nicht bekannt, dass es jemals sowas gab, oder? Nee, also die sind sehr, sehr, sehr zuverlässig, die Yamaha-Leute. Und die konnten nach wie vor in den letzten 5 Jahren sehr gut liefern. Die Qualität stimmt und Preis-Leistung stimmt nach wie vor bei Yamaha auch. Ja, klär mich mal auf, was in Gottes Namen ist All Mountain? Das klingt irgendwie, da haben wir einen Spezialisten. Hallo, du bist angehender Sportlehrer, dein Name? Genau, Lukas. Hallo. Hallo Lukas, was ist All Mountain? All Mountain klingt für mich jetzt erstmal nach alles, was mit Bergen zu tun hat, ist mit diesem Fahrrad zu bewältigen. Ist das ein All Mountain, das hier? Das ist ein All Mountain. Ja. Und, was sagst du? Das ist ein ganz normales Fully. Sehr, sehr schön. All Mountain hat er mehr Federweg. Ich muss dazu sagen, er ist Student. Er ist Student, ist eine Aushilfe bei uns. Genau, ist eine Aushilfe und du weißt ja bei Studenten, die können ja noch nicht alles wissen, die sind ja noch in der Ausbildung. Genau, und das ist ein begeisterter Fahrer, aber er hat schon recht. Also es gibt Fullies. Die sind auch von der Geometrie her mehr so gemacht, dass man da aufrecht sitzt und mehr auch mal auf der Straße fährt oder leichte Trails. Und dann gibt es die All-Mountain-Version. Sehen wir jetzt zum Beispiel bei dem Husqvarna mit 180 mm Federweg. Da gehen wir dann Richtung Enduro sogar. Okay, da geht ein bisschen mehr, was der Federweg angeht. Und die Geometrie ist natürlich auch sportlicher. Das ist so. Dann so, und jetzt mal zur Ehrenrettung vom Lukas. Ja, ich habe dich ja jetzt ziemlich runtergemacht. Ja. Du kannst aber viel besser Fahrrad fahren wie er, oder? Ja, ich kann zum Glück besser, zum Glück besser fahren als reden. So, dann sei so lieb mal, ist der Lenker fest? Genau, ihr guckt mal gerade, ob der Lenker fest ist. Das ist nämlich ein Running Gag hier, denn ihr parkt nämlich die Fahrräder immer mit einem Querlenker. Man sieht das hier sehr schön. Und wir haben nämlich hier so eine Offroad-Strecke in der Gießener Innenstadt. Extra für dich gebaut. Extra für uns gebaut. Im Moment ist der Präsenzverkauf ja geschlossen, aufgrund von besonderen Verhältnissen, die wir gerade haben. Deswegen werden wir das gerade mal fahren. Raymond, hast du die Marke gekannt? Ich meine, du bist ja erst eine Zeit lang hier. Bis ich hier war, habe ich das noch nie gehört. Okay. Und? Was denkst du so? Wir bauen auf jeden Fall solide Fahrräder. So, was bis jetzt hier ankam, war eigentlich immer alles toll. Top, tipptopp. So. Gut. Also, hatte recht, es ist ein All Mountain. Es ist ein All Mountain. Hast du gehört? Ja, gut, dann. Dann ich habe Spaß gemacht. Wir können es auch gerne zeigen, wie viel Federweg das hat. Das kann der Lukas gleich messen. Und? Vorne 160. Genau. Also, es ist ein All Mountain. Und hin? 140, steht drauf. Müssen wir gucken mit dem Mechanismus, wie viel die dann kriegen. Genau, 140, also 160, 140. Es ist ein All Mountain und bei den reinen Fullies haben wir dann natürlich weniger Federweg. Okay, das heißt, schon recht gehabt. Okay, das heißt, ein Fully hat etwas weniger Federweg, das ist so. Er hat eine komfortable Sitzposition quasi von der Geometrie her. Und je mehr wir nach oben gehen, desto mehr sportlicher wird es. Jetzt bei dem Enduro von dem Husqvarna, was ich dann gezeigt habe. Da ist die Sitzposition noch sportlicher. Okay, Lukas, stopp. Warte mal kurz. Hier vorne steht drauf M44. So, und die 44. M ist wahrscheinlich Rahmengröße, 44 steht für? Zentimeter. Das wird dann so gemessen bei vielen. Hier, Lukas, vielleicht kannst du es zeigen, wie die Rahmengröße gemessen wird. Also immer die Mitte von der Schraube. Ja. Zum Anfang, bis zum Ende der Sattel. Mensch, das stimmt sogar hier bei dem Fall. Zum Glück. Zum Glück. Okay, das ist ja ein festes Element, was nicht federn kann. Das heißt, das muss 44 jetzt haben, das oder? Muss 44 haben, genau. Und man nimmt bei Fully immer eine kleinere Rahmengröße, als man normalerweise fährt bei Hardtail. Sehr schön. Hardtail, was ist das? Hardtail, wie du schon sagst. Du schmeißt hier die Fremdwörter um die Ohren. Okay, hinten ist keine Federung beim Hardtail. Ist hart, genau. Es ist hart. Also ein hartes Heck quasi. Genau. So, Lukas, schwing mal die Hufe. Das was auf den Arm nehmen, Lukas. Nee, machen wir jetzt nicht mehr. Nee, ich hab eben nur Spaß gemacht. Es ist so komplex. Ja. Es ist so komplex geworden mit so unglaublich vielen Fahrrädern, dass ich sag mal, du immer mehr Kunden hast, die neu da komplett einsteigen, die vorher, ich sag mal, vielleicht ein normales Fahrrad hatten, ewig schon nicht mehr gefahren sind und dann kommen E-Bike. Sie und wollen ein All Mountain oder wollen ein Fully oder auch ein Enduro Bike. Ja. Und die wollen es aber haben. Ja gut, aber schön ist, dass ihr auch
so ein kleines bisschen euch runterlassen können. Das heißt, jetzt nicht nur für die Profis jetzt alles erklären, sondern es gibt ja auch Kunden wirklich, die noch nie das gemacht haben. Die sind genauso gerne willkommen wie die Vollprofis. Genau, so sieht's aus. Auch hauptsächlich der Kundenstamm, die wir aus Gießen haben, sind nicht Profis. Die ein bisschen aus Haushalt kommen, sind dann richtige Profis. So, man sieht, also fairerweise, er fährt noch besser wie du. Das heißt, er fährt jetzt gleich auch mal ein Wheelie. Ich, ja. Er lacht. Da wird der Rahmen brechen wahrscheinlich bei meinem Gewicht. Krass, er fährt genauso wie die Neunjährigen bei uns an der Bushaltestelle. Das ist, ist das schwer eigentlich, das so auf dem Hinterrad zu fahren oder geht das? Also es natürlich macht Übung immer den Meister. Für mich ist es jetzt nicht so schwer, aber ich habe auch lange dafür gebraucht. Okay, das heißt am Anfang war, du bist aber nie hingefallen, nie im Leben. Schön wär's, ja. Also man tut sich schon mal weh, oder? Ja, natürlich. Okay, passiert. Das heißt, Übung macht den Meister? Übung macht den Meister. Hat es lange gedauert eigentlich Hinterradfahren? Kann ich so gar nicht sagen. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe immer viel mit Rädern zu tun gehabt. Mit 3 Jahren? Mit 8 vielleicht. Mit 8, okay. Du, da darfst du mal einen sogenannten Bunnyhop machen. Das sind so die Basics. Das geht sogar mit dem E-Bike. Also da haben wir uns eben drüber unterhalten, weil die ja doch recht schwer sind, oder? Ja, also mit den Carbonrädern ist es natürlich deutlich einfacher und der Motor und der Akku machen viel aus, aber ist so, ja. Ja, der Yamaha-Motor ist so spritzig. Hast du mal probiert eben? Der war jetzt aus, der Motor, gell? Eigentlich der so. War jetzt bis jetzt die ganze Zeit aus. Ich kann mal anmachen. Nochmal, man kann die Fahrräder komplett auch mit ausgeschaltetem Motor fahren. Es fährt sich dann viel schwerer als ein... Nee, gar nicht. Also man tritt jetzt auch nicht unbedingt beim Motor mit. Es fühlt sich eigentlich an wie ein normales Fahrrad dann. Okay, prima, ja, mach mal. Stufe ist jetzt voll? Das ist jetzt volle Power. Volle Power. Boah, cool. Also der zieht schon kräftig an. Und das war jetzt nicht so, dass du voll reingehauen hast. Das heißt, du trittst bei Full Power nur ein bisschen an. Also ich kann das mal zeigen, es ist wirklich wenig. Aber nochmal? Zieht schnell vorwärts. Krass. Das ist aber genau das, was die Leute so geil finden. Das heißt, du fährst einen Berg hoch wie runter. Es spielt keine Rolle mehr. Ja, man muss dann nur wirklich aufpassen, wenn man langsam fahren möchte, dann sollte man vielleicht den Motor ein bisschen... Zeig mal gerade die Einstellung hier. Wir haben hier jetzt EXPW, ich denke mal, für Extra Power. Ja, das ist Extra Power. Okay. High, Standard, Eco, Eco Plus und aus. Toll. Die Reichweite von den Batterien kann man so nicht sagen, aber die bis zu 100 Kilometer? Das kann ich nicht genau sagen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie stark der Motor unterstützt. Das Gewicht vom Fahrer. Das Gewicht vom Fahrer, was man jetzt, ob man bergauf, bergab fährt. Okay. Immer. Ja, toll. Wir gehen nochmal rein, denn bei molligen 2 Grad draußen ist sehr frisch. Ist sehr frisch, ja. Alles hat geschlossen, muss man dazu sagen. Wir schließen jetzt auch wieder ab. Wir filmen am Freitag, den 8. Januar 2021. Und wer das Video ein bisschen später sieht, der weiß bestimmt, was in der Zeit gelaufen ist. Denn alle Geschäfte haben geschlossen, so ziemlich viele haben geschlossen. Aber wir nutzen die Zeit mal, um ein paar Fahrräder vorzustellen. Du kennst Raymond schon länger, Martin? Ja, ich bin auch noch relativ neu in der Branche, aber Raymond ist bei uns eigentlich schon, seitdem ich dabei bin, auch... Wie lange bist du dabei? Seit Oktober letzten Jahres. Seit Oktober, das heißt, ihr seid neu dabei. Die Branche explodiert ja. Ihr seid ja hier in der Freizeitbranche. Das heißt, anders wie, ich sag mal, in der Nutzfahrzeugbranche, wo ich das Auto unbedingt brauche, so ein E-Bike brauche ich ja nicht unbedingt. Das heißt, ich kann auch leben ohne. Aber die Leute, die herkommen, die wollen natürlich ihr Fahrrad schnell. Das heißt, die brauchen es schon schnell. Das heißt, wenn man die Leute Fahrradfahren sieht... Was sagen die denn, also jemand, der neu angefangen hat und zum ersten Mal so einen Motor fährt und vorher noch nie so einen Motor, die habt ihr ja schon mal hier, gell? Wir hatten die schon hier, genau, aber die meisten, die herkommen, sind wirklich, also die das jetzt von sich aus sagen, ohne dass wir fragen, sagen, dass sie dieses Jahr nicht wegfahren konnten und deswegen Geld überhaben und sich überlegt haben, was können sie investieren und dass eben die Bewegung oder jetzt auch das Mountainbiking für sie eben sehr interessant ist. Und die sind dann eben auch bereit, einen Preis zu zahlen, den man für ein normales Fahrrad so nicht bezahlen würde, wenn man es jetzt nicht
zur Freizeitgestaltung nutzen wollen würde, genau. Ist hier rund um Gießen, gibt es schöne Wälder, wo man fahren kann, Strecken? Ja, ich weiß jetzt nicht, von wo du gekommen bist, aber es gibt viele, viele hügelige Gebiete. Oh je. Ja, also da bist du schon mal nicht hergekommen, okay? Also man kann jetzt nicht von Gebirge sprechen, aber es reicht aus, um so ein Mountainbike auf jeden Fall zu benutzen. So, die Batterie, die ist hier im Rahmen integriert. Der Rahmen? Ja, der Akku. Genau. Ja, ich nenne sie mal Batterie. Ist ein Akku. Grüß dich. Grüß dich. Ja, Majid, holt mal ganz kurz den Pitchy, denn wir brauchen zum Rausnehmen von dem Akku mal einen Schlüssel. Ein E-Bike besteht aus einem Akku, einem Ladegerät, einem Motor und einer Steuerung. Kann man das so grob zusammenfassen? Jein. Noch ein bisschen mehr? Unrahmen natürlich. Nee, klar, aber ich sag jetzt mal, der Motor selber, die Steuerung, das ist einmal hier, ich glaube hier in der Kurbel, da gibt es einen Drehmomentsensor. Genau, das ist ja der neue PWX2 mit Automatik. Da gibt es auch einen Sensor und auch einen Neigungssensor. Aber im Prinzip hast du recht, das sind halt die vier Bauteile, die dann mehr sind wie bei einem normalen Fahrrad. Also innen drin ist so ein Drehmomentsensor drin, der misst, wie stark ich reintrete. Das ist von Anfang an so gewesen. Ein Neigungssensor, der guckt dann, wie die Neigung ist vom Fahrrad, damit er quasi den Motor für dich optimiert im Automatikmodus. Fahren kann. Automatikmodus. Klemm ich mal auf. Es gibt ja Unterstützungsstufen 1 bis 5 und. Dann wir machen, wenn du willst, erstmal ganz kurz mal den Akku raus. Akku raus, dass wir es mal zeigen. Wenn er das will, das Band ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, das machen wir gerade. Soll ich mich mal unterhalten, mal ein bisschen mit dem... Stell mal ein paar fachmännische Fragen. Ein paar fachmännische Fragen. Wie alt bist du? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ganz hoch. Ist er ganz hoch. Ah, der Majid. Gut, dass er aufpasst. Ja, ich war mit der Frage jetzt sehr... Also, viele sagen, der Akku funktioniert bei Raymond nicht, ne? Ganz einfach hoch und dann funktioniert's. Okay, das heißt, man drückt das Feste hoch, da wird die Sperre entriegelt, dann ist der Akku draußen. Und so sieht so ein Akku aus, sag mal. Genau, das ist der Akku. Ja. Das hier, ich halte es mal richtig rum. Auch die Möglichkeit, direkt am Akku zu sehen, wie der Ladezustand ist, wenn du es jetzt nicht am Display angeschlossen hast, also im Fahrrad, damit du siehst, wie sehr geladen ist. Okay, das heißt auch jetzt, wenn ich zu Hause bin zum Beispiel, nimm es mit aufs Hotelzimmer, lade es da auf, kann ich sehen, ist er voll, ist er nicht voll. Das ist jetzt nichts Besonderes, ist aber drin. Ist dabei, genau. So, und dann besteht es hier aus diesem Display, das ist hier mit dabei, das haben wir eben schon gezeigt draußen, als es in Betrieb war. Der Akku wird hier unten eingesetzt. Genau, also wichtig hier in diese... In diese Kohlen kommen die beiden, naja, Achsen kann man dazu nicht sagen, aber das Gegenstück im Prinzip. Mhm. Da hinten sind die Kontakte und den setze ich da ein. Dann den Haken nach oben, wie der Matsch jetzt gerade gesehen hat. Dann drücke ich, bis es klackt. Und der Schlüssel verriegelt es mir dann. Hast du es runtergemacht schon? Ja. Super. Genau, das heißt, wenn man es zweimal übt, ist es eine Sache von ein paar Sekunden. Genau, also wenn man, die Leute bei uns, die Einweisungen machen, die haben das richtig drauf. Die können das ohnehin gucken. Und ich muss. Ihr habt ein eigenes Team, Übergabe, Fahrzeugübergabe, gibt es eine Einweisung? Natürlich Leute, genau, die da einfach dafür da sind, weil das kann nicht jeder Verkäufer, jeder Mechaniker kann nicht seinen Job, also seinen Posten verlassen und dann da die Einweisung machen, sondern da haben wir Leute, die dafür da sind, genau. Das bist zum Beispiel auch du. Ich bin hauptsächlich für die Montage und Reparaturen zuständig. Reparatur, Montage. Also Übergaben habe ich noch keine gemacht, kommt bestimmt noch. Man sieht, du kannst ganz gut Fahrrad fahren. Ja. Du kennst dich aber auch aus mit der Technik. So viel hat sich ja nicht geändert. Ja. Also bei den Mountainbikes früher gab es ja auch wahrscheinlich vorne Gabel. Ja, also es hat sich nicht viel geändert. Es ist natürlich alles neuer geworden, moderner. Man hat jetzt die Carbonrahmen, das gab es zum Beispiel vor 10 Jahren auch sehr, sehr selten. Wenn überhaupt bei den Rennrädern vielleicht. Genau, und jetzt sind die auch im Mountainbike-Bereich. Das ist jetzt ein Alurahmen, sieht aber fast aus wie Carbon. Also es ist wirklich, man kann Sachen und Formen machen mittlerweile mit Alu. Das ging früher gar nicht. Ja, ist schon faszinierend. Also Technik hat sich deutlich weiterentwickelt. Ja. Und jetzt zusammenfassend, du fährst ja verschiedene Motoren. Der PWX2, der geht schon gut? PWX2 geht schon gut. Ich kann jetzt bis jetzt noch keinen Favoriten ausmachen. Den Nox-Motor, also den Motor von dem Nox-Fahrrad, den fand ich auch sehr gut. Der hatte natürlich ein paar... Sachs, ist das geil. Der hatte ein bisschen mehr Drehmoment. Aber also die 85 Newtonmeter, die sind schon vollkommen ausreichend. Ja, so ist das hier mit Fox und allen drum und dran. Es ist ja auch eine Frage immer vom Einsatz. Das heißt, ich gehe mir davon aus, wenn ihr jetzt in der Beratung seid, ihr fragt den Kunden ja schon ganz klar, für wen ist das Fahrrad? Also wenn, ich sag mal, der Vater so ein Fahrrad kauft, aber eigentlich ist es für den Sohn,
er darf es nur nicht kaufen für den Sohn, weil die Frau sonst amok läuft, ja. Und dann fragst du das schon mal, sagt er das schon mal? Ja, die meisten Kunden kommen tatsächlich mit ganz klaren Vorstellungen, was sie haben wollen. Und dann fällt es uns natürlich leichter, die Beratung anzupassen. Und wenn so ein Vater-Sohn-Gespann kommt, dann versuchen wir immer zuzureden, dass der Sohn noch ein bisschen gegossen werden muss, dass er so groß wird wie der Vater. Oder wenn sie gleich groß sind, ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Okay, super. Ja, die Rahmengröße steht da hinten drauf. Also M haben wir hier gesagt. Was sind so typische Größen noch, außer M? M, wir haben S. Ja. Nicht so viele. L ist auf jeden Fall noch ein gängiges Maß. XL weiß ich gar nicht, Madrid. XL wird weniger gekauft jetzt als mit 27,5. Da gehen die Leute eher schon zum 29er. Also für absolute Laien, das ist wie bei T-Shirts. XL ist größer wie S. Genau. Ja, es ist unglaublich, wie viele Anglizismen hier überhaupt in Deutschland verwendet werden. Im Fahrradhandel schon 15 Mal. Zentimeter und da wird Zollzahl angegeben und dann SML und dann gibt es noch von anderen Herstellern eigene Bezeichnungen. Also wenn ich keine Ahnung habe und kenne mich überhaupt nicht aus, ja, ich darf auch hier gerne mal herkommen und sagen, genau, ich habe uns richtig, genau. Wirklich, das ist gar kein Thema. Nee, überhaupt nicht. Genau. Deswegen existieren wir ja auch. Okay. Durch unsere Beratung, damit die Leute kommen auch und wollen Beratung bei uns. Oder ist es so ein gefundenes Opfer, wo du dann sagst, naja, wie viel Geld haben sie? Nee, also es wird immer gefragt, dass immer, was der Kunde machen will. Aber das Thema Budget wird ja auch abgefragt. Das heißt also, in welcher Preisreihe suchen sie was? Genau, also es kann ja nicht sein, dass jemand reinkommt und sagt, ich will nur zu arbeiten, dann wird ihm ein Fully angeboten. Ne? Das muss ja auch den Zweck erfüllen. Und natürlich auch in der Preisrange sein. Da suchen wir immer, da wir so viele Hersteller haben, das Beste für den Kunden raus, für das, was er braucht und ausgeben will. So, und die Frage ist ja jetzt, ist hier Fox drauf? Das ist schon was ganz Edles. Wenn ich jetzt, ich sag mal so, das günstigste Mountainbike, was du, also mit Vollfederung, was du ohne dich zu verbiegen anbieten kannst, was in deinem Laden steht. Wo fängt das an? Dieses Jahr sind wir ungefähr bei 3,7. Bei 3,7. Das heißt, wir sind hier bei, sagen wir mal, 4.699. Das ist so der Bestseller, also die Hauptteil. Das ist der Hauptteil. 5.000 bis 5.500 oder 6.000 auch. Das aber ich sag mal so, die altdeutschen rechnen alle noch in D-Mark. Das sind fast 10.000 Mark. Und da gibt es ja viele. Was ist die Argumentation, wenn einer kommt und sagt, das ist aber ganz schön teuer, aber obwohl er vielleicht Geld hat? Ja, es ist ein Angebot und Nachfrage. Und es ist halt auch nicht vergleichbar mit einem 400-Euro-Fahrrad von Baumarkt. Es ist ein E-Bike mit ganz tollen Komponenten. Jemand, der quasi nur auf der Straße fährt oder von A nach B kommen will, ist dieses Fahrrad halt für ihn nicht bestimmt. Ne? Das ist auch so eine Sache. Okay, das heißt, ich kann im Wald damit, ich kann auf die Wiese damit, ich kann auf der Straße fahren. Aber Single das ist. Trails kannst du ohne Probleme damit machen. Was ist Single Trail? Also Trail, Fahrt, ne? Ist ja klar, der gute alte Trail. Trail, genau. Und Single Trail, das sind halt diese Strecken, hast du bestimmt gesehen, wo nur quasi ein Fahrradfahrer. Wo du praktisch links und rechts schon an irgendwelchen Sträuchern vorbeischrammst, ja. Wo dann nicht zwei Leute nebeneinander fahren können und noch schwätzen können miteinander. Wie ist denn jetzt die Akzeptanz? Weil es werden ja immer mehr Fahrräder in den Wäldern. Aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin jetzt im Herbst, ich begegne selten hier Mountainbikern. Wie ist das hier in Gießen? Gießen ist es genauso. Also gut, es ist ja auch kalt, im Sommer ist es natürlich mehr. Die Leute fahren trotzdem, auf der Straße nicht so viele. Auf der Straße schon und in Wäldern, da gibt es jetzt bei uns ein paar Wälder, die sind halt auch extra für Mountainbiker auch optimiert worden mit Sprungschanzen und so. Da fahren natürlich immer mehr Leute und normale Wälder, ja, ich kann schon verstehen, dass viele das nicht akzeptieren, dass da jetzt immer mehr E-Bikes in den Wäldern rumfahren, aber... Man ist eine Frage, wie man sich auch verhält. Der Yamaha-Motor ist leise oder laufen die Rehe in Scharen davon? Nö, also der Yamaha-Motor ist sehr leise. Im Vergleich zu deinem TQ, also definitiv leise. So, Thema nochmal, wenn ich jetzt Anfänger bin und will was Tolles haben, das ist auch ein Rad für einen Anfänger, oder? Das ist auch ein Rad für Anfänger im On-Mountain-Bereich, ja. Das heißt... Ein gutes Rad sogar. Ich brauche jetzt nicht stärkere Skills, also Fähigkeiten, um so ein Fahrrad für 8.000 Euro zu fahren, wie für 5.000 Euro. Wenn ich früher auf dem Klapprad Fahrrad fahren gelernt habe, kann ich das auch noch. Das kannst du auch noch, genau. Und der, gut, er hat jetzt Komponenten, die sind jetzt wahrscheinlich überdimensioniert, wenn du jetzt zum ersten Mal ein Mountainbike fährst. Ja. Aber für ein richtig gutes On-Mountain mit vernünftigen Komponenten, wo du dann wirklich Spaß hast, ist das Fahrrad wunderbar. Wenn du jetzt mal so Werkzeugmarken nimmst, was ist das hier? Ist das schon eine Hilti, so eine kleine? Werkzeugmarken kennt sich der Martin aus. Hallo Martin. Da bin ich raus. Das ist Martin. Also, hallo Martin. Wir wechseln noch. Ja, hi. Also auf jeden Fall vergleichbar mit einer Hilti. Die kannst du auch für alles benutzen. Die kannst du in jedem Handwerker, der mit seinem Werkzeug umgehen kann, in die Hand geben, der kommt damit klar. So. Das heißt,
Thema Springen. Das heißt, ich fahre jetzt mal, im Wald passiert es ja mal, ich fahre schneller ein bisschen runter, da kommt jetzt eine Bodenwelle, ein richtiges Loch, was mit drin ist, das knallt einmal stark, das macht ihm gar nichts aus, oder? Dafür ist es vorgesehen. Also was heißt, das macht ihm nichts aus? Natürlich, alles hat Reibung, alles verschleißt, aber die Komponenten hier sind so dimensioniert und konzipiert, dass sie dafür gemacht sind, dem lange standzuhalten, ganz genau. Okay, verstanden. So, Fox 36, hier steht's, das Raymond Full Ray E7 9.0. Ich filme es ja gerade von der anderen Seite, dass wir es ein bisschen mehr mal sehen für die Leute, für die Freunde des Standbildes. Raymond Full Ray E7 9.0. Mit was wird denn das ausgedruckt? Tampondrucker. Weil es sieht so süß aus, wie jetzt hätte es ein Kind im Kartoffeldruck gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, der Martin druckt die mal aus. Was ist das für ein Druckverfahren? Ganz normaler Farbdrucker, das ist nichts anderes. Hat der an Tinte gespart? Das ist nur der Papier. Das Papier, das ist so ein Aufkleberpapier, damit wir die, die Schilder recyceln können, überkleben wir dann einfach. Ja. Okay. Also Thema Recycle wird bei uns auch groß geschrieben, an alle, die Wert drauf legen. Ja. Okay, alles klar. Super, also 4.699 Euro. Wir sind in Gießen, Leute kommen aus ganz Deutschland hierher und das ist wirklich ein tolles Fahrrad, wenn ich also jetzt in diesen Zeiten einfach mich bewegen will draußen. Ich habe eine Motorunterstützung, Akku hält, sagen wir mal, zwischen, ich sag mal, 30 und 100 Kilometern, je nachdem, wie viel ich Gas gebe, kann man das sagen? Ganz genau. Also gute 100 Kilometer Reichweite hast du. Da ist jetzt der 630 Wattstunden Akku. Du kannst natürlich auch mehr wie 100 Kilometer schaffen. Es kommt nochmal darauf an, wie viel Höhenmeter du schaffst. Ich sehe gerade, Batteriedeckel haben wir falsch rum drauf gemacht. Geht trotzdem. Geht trotzdem. Also viele werden sich fragen, warum das jetzt designmäßig jetzt nicht so perfekt aussieht. Deswegen machen wir es dann jetzt richtig. Gut, dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Weil der Martin so selten die Einweisung macht, genau, da hat er jetzt... Ich muss auch sagen, ihr seid auch mal höllisch aufgeregt, wenn die Kamera kommt, ja. Ja, aber besser als letztes Mal. Der muss mit Gewalt raus. Gott, super. Und jetzt drehen. Einmal umdrehen und dann stimmt's wieder. Der Martin, hier werden... Bitte, Martin. Hier werden nacheinander immer alle verhauen. So, und jetzt passt. Jawohl, jetzt super. Sieht auch wunderschön aus. Ja, danke fürs Einschalten. 4699, Switchbike Bornemann, die Vorher von Gießen. 0641. Und dann? 3439. 3, genau. 34393. Ja, wenn Sie Lust haben, rufen Sie an. Ganz wichtiger Hinweis vielleicht noch, wir filmen ja heute am 8. Januar 2021. Empfehlung ist, Lieferfähigkeit, kein Witz, ganz schwierig dieses Jahr. 21 wird eines der schwierigsten Jahre überhaupt. Wenn jemand Interesse habt, ihr habt wirklich im Moment viel Ware bekommen, nämlich die 21er Ware zum größten Teil ist jetzt erst eingetroffen. Im Moment seid ihr noch gut sortiert. Am besten anrufen, sich relativ früh entscheiden. Genau. Und oder eine E-Mail schreiben, falls die Telefonleitung bei uns überlastet ist. Wir beantworten jede E-Mail am gleichen Tag. Kann auch dann auch 3 Uhr morgens sein. Das mache ich dann immer. Aber wir beantworten jede E-Mail. Ja, vielen Dank, Martin, vielen Dank, Lukas. Ja, und vielen, vielen Dank, Majid, fürs Zusammenarbeiten hier an diesem tollen Fahrrad. Danke, tschüss.